Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Video für euch. Denn ich habe euch letzten Sonntag ein kleines Shoutout gegeben zu dem Kanal im Hotel Sondeltreasure. Und ich habe auf diesem Kanal auch etwas gewonnen, was ich mega, mega cool fand. Und es kam auch sehr überraschend, dass ich etwas gewonnen habe. Und ich weiß auch schon so viel, es hat mit Zelda zu tun. Deswegen diese Aufmachung heute. Und wir werden dieses Paket heute zusammen auspacken. Wie ihr sehen könnt, es ist noch ungeöffnet. Ich habe nur die Adressaufkleber entfernt, aber es ist alles verschlossen. Und yeah, I'm kind of excited. Und damit ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen. Und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Es ist noch alles zu und... Oh Gott, ich sehe es Triforce. Ich sehe es Triforce. Oh mein Gott, hier ist das Wappen von Hyrule und auf der Rückseite das Triforce nochmal in ganz groß. Aber im Wappen von Hyrule ist das Triforce auch mit drin. Mega, mega cool. Freue ich mich auf jeden Fall drüber und danke, 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 dass ihr das auch noch mit reingelegt habt. Ich finde es mega, mega schön und es passt einfach perfekt. Wie ihr sehen könnt, hier ist das Wappen ebenfalls. Und es gab auch eine kleine Karte zum Kanal mit dabei. Das hier ist auch das Kanalcover bzw. das runde Icon, was ihr immer seht. Wenn ihr euch für Schatzausgrabung interessiert oder eben für so Nerdkram, weil der wird auch regelmäßig, glaube ich, die Loot Chest unboxed, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke den Kanal auch unten in der Infobox. Und die beiden haben sogar auf dieser Karte unterschrieben. Maya, das ist seine Tochter, und Imhotep. Mega, mega cute. Jetzt habe ich auch ein Autogramm von euch. Und Imhotep war auch auf dem Schatzsuchertreffen. Dazu gibt es auch ein Video auf seinem Kanal, falls euch dafür interessiert. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es auch Schatzsuchertreffen gibt, aber es gibt wohl für alles etwas. Und daher stammt dieser Sticker. Dann gab es dazu noch ein Jojo aus Holz. So lange schon kein Jojo mehr gehabt. In der Schule gab es mal Zeit, hatte jeder irgendwie ein Jojo. Und jetzt habe ich auf jeden Fall wieder eins. Und dann gab es noch dieses Lanyard mit dabei und... Ich glaube, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Also ich werde das, glaube ich, für ein Cosplay verwenden. Nur dafür muss ich die rote Schnur hier entfernen. Aber ich glaube, das passt perfekt für etwas, was ich halt brauche für ein Cosplay. Dann fiel mir gerade diese schwarze Schachtel ins Auge. Dort steht Union drauf. Quality since 1904. Da drin befindet sich so ein Unions-Briquett. Dazu gibt es noch eine Beschreibung, worum es sich dabei überhaupt handelt. Das ist auch quasi ein Teil deutscher Geschichte. Denn früher haben sehr viele Menschen mit diesen Union-Briketts geheizt. Ich halte euch das jetzt mal in die Kamera. Wenn ihr das alles lesen möchtet, könnt ihr auf Pause drücken und es lesen. Ich hoffe, die Kamera nimmt das auch alles gut mit auf. Aber es stehen wirklich ein paar prägnante Daten da. Wirklich auch für den einen oder anderen spannende Geschichte. Ich glaube, das hier wäre auch etwas, da hätte sich mein Opa super drüber gefreut und hätte das höchst interessant gefunden. Leider ist er letztes Jahr verstorben, aber vielleicht schaut er gerade von oben zu und freut sich mit mir, weil das ist wirklich eine Überraschung, dass es hier drin ist. Und das habe ich auch schon gesehen, dass ich das auf jeden Fall bekomme. Eine Schürze von Batman, was auch einfach mega cool ist. Ich hatte definitiv noch nie in meinem Leben eine Schürze und jetzt habe ich eine von Batman. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Sogar hier unten auf dem Schild ist das Batman-Logo drauf. Und von dem, was ich auch noch wusste, ist noch ein T-Shirt mit dabei. Und das T-Shirt hat auch mit Zelda zu tun. Und ja, also bei mir ist gerade definitiv Zelda Tears of the Kingdom Hype. Ich bin gerade dabei, den Untergrund mehr oder minder zu komplettieren. Und das ist das T-Shirt dazu. Einfach so cute. Link ist am Kochen. Und Kochen ist in Tears of the Kingdom meiner Meinung nach definitiv essentieller als in Breath of the Wild. In Breath of the Wild habe ich nicht so viel gekocht wie in Tears of the Kingdom. Aber ich finde es richtig cute. Und ja, ich liebe definitiv Zelda. Link ist definitiv auch noch ein Cosplay, das ich machen möchte. Das blaue T-Shirt davon habe ich schon. Ich muss es halt nur so zurechtschneiden, dass es auch passt. Den braunen Gürtel weiß ich, glaube ich, auch schon, wie ich mir den mache.
Ich freue mich auf jeden Fall mega, mega doll über diesen Gewinn. Also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, für diesen großartigen Gewinn. Das hat mich wirklich mega gefreut. Und jetzt definitiv an alle, schaut bei Imhotep und Maya vorbei. Sie machen wirklich super schöne Videos zusammen. Es ist auf jeden Fall richtig wholesome, sie zusammen da zu sehen, wie sie die Loot Chests dann unboxen oder eben diese ganzen Schatzsuchvideos. Sie sind immer spannend und man weiß halt nie, was man findet. Hier so ein kleiner Tipp am Rande, falls ihr dann vielleicht auch einen Kommentar unter einem Video schreibt. Vielleicht könnt ihr bei Imhotep auch mal was gewinnen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dieses kleine Unboxing hier hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.